Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Hier ist wieder euer Micha Snake. Und ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Es sind das erste DLC ist draußen mit ein paar Zusatzsachen und auch ein paar neuen Charakteren. Habe ich schon runtergeladen und schon ein bisschen geblayt, aber es ist einfach zu hart, weil es von der GT-Serie ist, Dragon Ball GT. Und wir müssen gegen einen Baby-Wehraffen kämpfen, der übrigens Level 80 ist, also ich hatte überhaupt keine Chance. Und das zweite war dann noch so ein bisschen gegen Pan, Son Goku als Kleiner und Trunks, aber selbst die haben mir ganz schön zu schaffen gemacht. Aber ich habe ein bisschen gelevelt. Das habe ich glaube angekündigt in der letzten Folge. Und zwar konnte man hier bei den Offline Reading Quests kann man nämlich leveln, indem man einfach hier die Level einfach ein paar Mal spielt. Wieso sind die jetzt eigentlich wieder auf 0 zurück? Ach ne, habe ich noch gar nicht gemacht. Hier habe ich bloß ein bisschen. Und das sind die zwei neuen Quests, wo ich mir dachte, ach ja, die machst du mal, aber wie gesagt, den Babyaffen Level 80 und die sind auch, also Pan ist der einzige, die schwach ist und die anderen zwei ein bisschen heftig. Werden wir aber irgendwann mit der Zeit noch dazu kommen, mit Sicherheit. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier kann man sich gut hochleveln und ich glaube, wir waren in der letzten Aufnahme, waren wir glaube ich Level 10 oder so und mittlerweile sind wir auf 17, oben im Eck steht es. Und ich habe dann auch die ganzen Sachen, da konnte man ja dann durch seinen Scouter konnte man ja durchblicken und irgendwelche Sachen finden. Da habe ich zum Beispiel recht viel entdeckt, wie zum Beispiel, pass mal auf, zuerst mal Fähigkeiten. Ich habe viele Fähigkeiten bekommen, die ich gefunden habe. Andere Kanonen, andere Attacken mit Strahl und Rom und Nummer. Und so recht coole sogar den von Tenshin Han, die Solarkanone und so. Auch klamottentechnisch sind wir aufgerüstet worden. Ich konnte hier, vorher hatte ich immer den grünen Scouter, der war noch etwas schwach. Jetzt habe ich den roten, der sieht nämlich auch nicht schlecht aus. Dann könnte ich die Mütze von Krillin aufziehen. Oder den Turban von Piccolo. Da ich ja beide schon als Trainer hatte, oder zumindest mal angemacht habe, so, ich probiere es mal mit Trainer. Weiterhin. Da Uniform Stiefel ist noch nicht wirklich viel. Hände habe ich jetzt zum Beispiel Handschuhe von Vegeta. Oder von Chichi die Armschienen. Könnte man kurz mal die Schuhe ausziehen. Dann habe ich Uniform technisch ist nichts weiter. Hose. Aber obenrum habe ich dann den Kampfanzug von Son Goku. Oder dann von Chichi auch hier Kimono. Finde ich sehr cool, damit renne ich jetzt. Also damit bin ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen rumgerannt. Auch sehr cool. Dann habe ich hier noch ein bisschen hoch gemacht. Da hatten wir ja auch noch nicht so viele. Deswegen. Tasche, ne. Objekte haben wir auch recht viel freigeschalten bekommen. Habe ich alles so gefunden, das lag da alles so rum. Also gekauft habe ich nichts, das habe ich wirklich alles gefunden. Ich habe auch irgendwo, ich weiß bloß nicht wo, die Dragon Balls hatte ich irgendwo. Auf Namek habe ich alle 7 Dragon Balls gefunden, aber die kann ich nicht aktivieren. Wenn ich da dieses, gerade aus oben in dem Zeitfeld, achso, da müsste ich eh hin. Guck mal, kann man Dragon Balls einsetzen, aber es will irgendwie nicht, weil er nämlich sagt, das sind die falschen. Also er will ja die Erd-Dragon Balls, die namekanischen Dragon Balls. Das finde ich ein bisschen schade. Das heißt, wir müssen uns irgendwann mal auf die Suche machen nach den Erd-Dragon Balls. Hier kann man sie ja dann einsetzen und dann. Ja. Leider nur die Erd-Dragon Balls. Egal. Ich glaube, da ist ein bisschen was im Hintergrund noch etwas laut. Da ist ein bisschen runter drin. So. Aber wir waren ja stehen geblieben bei der Geo Force. Ach, guck mal, hier ist jetzt zum Beispiel Vegeta wieder. Den hatte ich als Trainer schon. Ne, den hatte ich noch nicht als Trainer. Hatte ich den schon? Ich hatte Piccolo. Den hatte ich schon als Trainer. Ja, machen wir doch mal. Machen wir mal. Ich muss ihn dann. Achso, ich drück schon wieder viel zu schnell.
Ey, gut, aber ihr könnt ja kurz pausieren. Man muss kurz gegen den jeweiligen Trainer kämpfen, um zu schauen, ob man würdig ist. Und werden wir mal schauen. Ganz kurz mal so. Jawohl. Be honored that the Prince of all Saiyans will be watching you. Aua. Ja, bei den neuen Attacken ist zum Beispiel. What's the matter? Das finde ich sehr geil. That isn't even enough for a warm up. Was ich auch sehr cool finde. Oh, hör auf. Warte. Jetzt komm. Jetzt hier. Wenn er nicht daneben geht. Das war gut. Das war sehr gut. Jawohl. Man muss ihn nicht ganz besiegen. Got some hidden potential. Und wir bekommen wieder Punkte dazu. Ich glaube, Blitzen kriegen wir jetzt auch, oder? Okay, wir haben einen neuen Angriff erlernt. Den werden wir auch gleich mal ausrüsten. Wir müssen mal schauen, was wir rauswerfen können. Oh ja, und so stolz ist er jetzt schon. Dann haben wir nämlich, der ist neu, den werden wir einsetzen und werden ihn nachher mal ausprobieren. Aber jetzt gehen wir auf jeden Fall, was wir machen wollten, nochmal Kommandant Genyu. Da müssen wir auf jeden Fall weitermachen, die Genyu Force ausschalten, da sind wir ja beim letzten Mal etwas gescheitert. Ich werde es nochmal ausprobieren, mit, ob ich es jetzt auf einmal schaffe. Immerhin sind wir ja ein paar Level höher. Falls es nicht klappen sollte, werde ich es dann wieder vorarbeiten und werde dann, so wie beim letzten Mal, als wir gegen Nappa gekämpft haben, einfach die Schnitzzähne wieder reinsetzen. War übrigens auch ganz cool. 20 Gegner besiegen. Okay, ich glaube, wir haben noch genug Leben dabei. Over there! Oh no! Und ich muss mich leider entschuldigen. Wait, hold on. What happened with Goku? Tonspur. Really? Wait, he's different. What are you talking about? Einigermaßen. Different. Ich hätte ihn noch mal aufgenommen, aber leider. What's going on? You're a nice guy. Three more Dragon Balls. Have the Dragon Radar, so it'll be quick. Aber vielleicht erst, wenn man es ja wirklich besiegt hat. Aber den hier. Okay.
oder letzter auch gespielt. Und das hat ihm tatsächlich Spaß gemacht. Und er hat sich jetzt auch überlegen, ob es sich holt. Ich guck gerade, was ich hier gemacht habe. Schauen, ob man das vielleicht sogar irgendwie zu zweit schon mal recht zügig. Jetzt geht's gleich weiter. Genau, ja. Unser kleiner Grüner. Captain! Oh, no! Captain, what brings you here? The captain's going to punish me! Oh, Captain! Why are you attacking me? Did you feel that? Someone is coming this way! Hey! It's too powerful! One of them... Goku? I'm sure of it! But the other one... I get it now! You're not the captain! The captain did a body change! Stimmt, der Alter jetzt ab. Raspberry, you take care of him. Yes, sir. Hey, Kudo. So. Ran away. But we need to gather the Dragon Balls first. Right. Let's take care of this first. Warum macht der da draußen eigentlich auch alles alleine? Ja, klar. Nee, ist logisch. Super. Das ist genau das, was ich gemeint habe. What a mess! And you call yourself my apprentice? Ja, ich glaube, ich werde in der Hinsicht jetzt mal kurz abbrechen und werde dann das nochmal ausprobieren. Ja, bleibt nichts anderes übrig. Weil sonst zieht sich das auch wieder in die Länge. Also gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge.
Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, jetzt nach dem zweiten Versuch sogar. Das ist erstaunlich. Ja, geht auf jeden Fall weiter. Wir haben nicht viel verpasst. Und ja, besiegen wir alle Gegner. So, what are you doing there, buddy? Die Stimme dazu ist geil. Our fight isn't over yet. Really switched bodies? Looks like you gathered the Dragon Ball. Now we have to defeat him, so I can get my body back. Was für Attacken die hat, die hat. Aha. This time. Change now! Now! Ja, ich hab meinen Körper wieder. Ah, you again! Ja. Captain! Ach, der kleine Grüne, ja? Good job, Gogo! Change now! No, 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 no. Oh je. Yeah. Jetzt sprechen beide, das ist auch übel. Could it be? Give me my body back! Verdammt! Ah, aber ich habe wieder schöne Attacken erlernt. Ah, wir wollten noch die. Oh, wie geil. All that's left is to beat Ginyu and everything will be back to normal. Gudo! Perfect timing, I must say. Thank you very much, Captain. It's inexcusable to lose the Dragon Ball. Ich glaube, ich nehme mal so eine Kampfkapsel. I can manage to get it back. Whoa. Naja, Bäume fällen mal anders gemacht. For your punishment. Das ist sehr geil. Ah, aber schon wieder. Geil, geil, geil. Boah. Aber. Jetzt kommt der kleine Grüne wieder. I will be your opponent. Okay, los geht's. Komm schon, der kleine Grüne. Don't get carried away. Voll daneben. Ich bin jetzt klein grün. Jawohl, den einen haben wir. Und noch einer. Hab ihn. Let's finish this! Change now! There it is! Please make it in time! Finally. It's all back to normal. Damn it! This time! Perfect! Change now! I won't let you! Aber ich habe schon
sehr große Angst, was uns davor steht. What's the matter? I know you've got more than that. Schreiner. Zumindest Level up. Das ist schon mal sehr gut. Und eine Zwischensequenz. You're pretty sharp. It must have been you snooping around. I hope you weren't thinking of interfering. That'd be a mistake. A costly mistake. I will eliminate you here and now. Gut zu wissen. It's them. They're the ones changing history, and now it's returned to normal. Toa. That's the one who's been interfering with us all along. Level 35. Nee, ist klar. We've been making things interesting too. What a disappointment. Ich kann ihm sogar seine Fähigkeiten angucken. Oh, but you switching with Ginyu was a splendid move. It made me laugh. No, there's no mistaking it. Those two, they're the ones behind it. Hm. You must be very confident in your skills. Am I right? Show it to me. Na komm. Boah. Die reichen sogar so weit. Ich dachte nicht, dass es so weit reicht. Nein. Na gut, komm schon. Dich mache ich auch fertig. Oder auch nicht. Bleib schon mal stehen. Was sind wir denn hier? Ja. Das hat mich. Mit dem. Hab ihn wieder. Sehr. Voll auf die Fressbretter. Einfach keine Chance lassen, irgendwas zu tun. Nein, warum liegen denn da nur? Ich will eigentlich nur leben. Ja, ich hätte es sogar noch. Oh oh. Was ist das? Was ist das? Warum liegt da ein Energieball? Ach du Heilige. Ja, flieg noch rein, geil. Nein, mach Schuss mal null. Yeah, Gott sei Dank. Whoa. What's the matter? I know you've got more than that. Haben wir ja wieder Glück gehabt. Seriously? Is that all? What a disappointment. It's over. Don't worry. I'll use your energy well. Hold on, Mira. Say, who's supporting you? Who's backing you up? Das will ich dir doch nicht sagen. You can't have done this on your own. Travel through time like this? Just to fight us? So, the silent treatment, huh? No matter. Let's leave them for now, Mira. You don't mind, right? They're nothing right now. I can't extract much energy from them anyway. For now, that is. Hmm. Well, let's move on to the next era.
I'll let you live for now. But get in our way again, and we'll have you erased. Wait! Thanks. It's dangerous to follow them now. Please, you have to come back. Ich hab noch nicht mal Schuhe an. Excellent job. That was a great fight. Now, history is back to normal. Polterrobbel. Muss noch ein bisschen. Muss noch kurz. So, jetzt wieder. You found der komische Vogel da unten. You finally found the ones changing history. Hey, is that was? They call themselves Toa and Mira. They're thieves, stealing energy from warriors of all time periods. And because of that, history is changing for the worse. Der Vogel ist so geil, ich will auch sowas. Oh, göttlich. Those two, what are they about? That one, the man named... They're inhabitants of the demon realm, from hell, in the distant future. Supreme Kai of Time! Toa, she's the little sister of Tabura, the Demon King. And Mira, he's a strong warrior that Toa created for her own purposes. Ach, schön. Together, they are stealing energy, in the hopes of releasing the seal that contains the Demon Realm. If the seal's released, what will happen? The balance of this entire world will collapse. And not just this world, but the entire universe. Nothing will remain the same. Oh no! Then they're horrible people! Villains exist in every era, I'm afraid. In the past, there was another who tried to overtake the Nest of Time and seize control. But luckily, he failed. This feeling... No, it's too early. Why would a history shift happen so quickly? Damn it. Let's check it out. Talk to me when you're ready. Hmm. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben eine Trophäe erhalten. Ja, sehr nice. Haben wir irgendwie was Spezielles noch bekommen oder so? Ich glaube nicht. Das müssen wir tatsächlich nur in deine Kampfdinge machen. Aber es wäre jetzt wieder ein paar verfügbar, um zu leveln. Außer ihr wollt tatsächlich mal sehen, wie ich das level. Aber wie gesagt, das ist einfach nur diese Mission, die wir jetzt gerade eben gemacht haben. Einfach nochmal und mit zwei weiteren Personen, die ich noch damit, oder mit zwei weiteren Charakteren, die ich noch mit hinzufügen kann, um zu sagen, hey, du kommst noch mit rein. Machen wir da noch ein bisschen maximale Ausdauer hoch. Gehen wir mal überall bei 10 mit hoch. Ja, und deswegen. Ja, aber bevor wir die nächste Mission anfangen, ist es mal wieder soweit, dass wir zum Endscreen kommen. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, und wir haben es auch endlich geschafft, das Ganze mal wieder zu beenden. Genio ist ja jetzt auch wieder nur ein Frosch, und den grünen Kleinen haben wir auch fertig gemacht, und ja, die zwei Zeittypen, da bin ich ja mal drauf gespannt. Also die werden wahrscheinlich nicht gerade einfach, und ich vermute mal, die werden irgendwann noch kommen, falls überhaupt. Das steht alles noch bis jetzt in der Zukunft, was man hier so sagen kann, oder in der Vergangenheit in dem Fall. Ja, auf jeden Fall, jeder Dragon Ball Fan weiß, was jetzt eigentlich auf uns zukommt in der nächsten Mission. Und ich habe sowas von, oh wei, die Hosen voll sozusagen. Ja, aber werden wir schauen. Ich bin selber mal gespannt, was uns noch erwartet. Und dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao mit...
Dragon Ball. B.